Entering Old Town. Okay, 133 Gegner, 2 Secrets. Das sieht cool aus. Was ist hier passiert? Überall der atomare Müll und tote Gegner. Ja, ich glaube, wir gehen erstmal woanders hin. Falls es noch einen anderen Weg gibt, der offen ist. Oh Gott, ich glaube, wir müssen dahin. Oh Scheiße. Ja, blöd. Da waren ein bisschen gemeine Dinger da. Also, Was? Sehr schön. Na, verdammt. Oh mein Gott, wie viele da jetzt schon wieder sind. Sehr schön. Ich sehe da unten auch direkt Leben. Keine Lust, nochmal gegen zwei Barons und einen Archwall kämpfen zu müssen. Ne, es waren zwei Archwall sogar. Oh, viele Imps. Ich liebe es. So viele kleine Imps auf einem Haufen. Ich habe gar nicht mehr so viel Schrotflintenmunition. Ich meine, hier liegt ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so... Okay, doch, ist schon ein bisschen was. Ich glaube, da lagen direkt zwei Boxen übereinander. Oh. Das ist ja nett. Oh Gottes Willen. So, müssen wir da jetzt runter oder wie schaut's aus? Ich meine, wenn wir jetzt das hier... Ah, viel können wir von hier aus nicht machen. Gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Wir werden wohl oder übel da einfach mal reinspringen. Oh, so schlimm war es gar nicht. Scheiße, ich hänge fest. Scheiße. Ja, darauf war ich nicht ganz so vorbereitet. Das ist halt wieder, Dings sein mussten, Chain Gunner, ne? So, der, endlich. Der wollte überhaupt nicht sterben. Sehr gut. Sehr schön. Oh Mann. Sehr schön. Okay, jetzt müssen die Chain Gunner da oben mal sterben. Ah, scheiße. Da sind noch welche. Oh, Mensch. Shit, jetzt bin ich richtig erwischt worden von dem... Verdammt. Sehr schön, okay. Wir sehen da draußen eine blaue Rüstung. ich nehme schwer an, das wird das Secret sein. Wir müssen uns jetzt nur noch überlegen, wie kommt man da denn? Ich sehe etwas. Oh Mann. Oh Mann. Ja, das war ein bisschen krank. Ich meine, ja.
shit. Ja, was zur Hölle. Also man kann es doch übertreiben. Was soll ich denn da machen? Ich werde von allen Seiten beschossen. Da muss ich jetzt Glück haben, dass ich mal irgendwie aus irgendeinem Grund nicht ganz so viele Raketen abbekomme. Da habe ich nicht wirklich aktiv was, was ich gegen tun kann. Außer vielleicht mal die hier rauspacken. Ja. Na super. Was soll ich denn tun? Das ist so bescheuert, ey. Ja, was soll ich machen? Ich kann erlösen, mal gucken, ob das hier funktioniert. Einfach immer vor und zurücklaufen. Aber dann kriege ich halt hin und wieder vom Baron eine verpasst. Oder wer auch immer da hinten ist. Aber das funktioniert ein bisschen. Außer die Raketen fliegen einfach zurück und ich kann nichts dagegen tun. Dann funktioniert es wieder nicht. Mein Gott. Die Stelle war ein bisschen behindert. Sehr schön. Ich hasse es, auf Treppen zu kämpfen. So, jetzt müssen wir die da erstmal wegmachen. Ja, jetzt ist da noch so einer. Ein Hell Knight hätte es auch getan. Der Typ braucht einfach nur viel zu lange zu sterben. Okay. Alter. Aber wenigstens liegt hier mehr als genügend Leben. Okay, wir wissen's, du magst Barons Map-Ersteller. Das ist halt jetzt nicht schwierig oder so, es dauert einfach nur. Da hätten auch keine Gegner sein können. Und dafür einfach weniger Munition liegen und es wäre auf selbe hinausgekommen hier jetzt. Hell Knights hätten es auch getan. Wir brauchen wenigstens nicht so elendslang. Okay, ich merke schon, jetzt geht's gleich ab. So. Will jetzt jemand auf mich fliegen oder seid ihr alle miteinander beschäftigt? Sehr schön. Muss ich nochmal draufballern? Offenbar nicht. Okay, es kommen nur auf der einen Seite Leute raus. Oje, na stimmt, hier ist ja die Schmerzensstelle. Was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Ich könnte mir das hier mal mitnehmen, aber ich habe jetzt nicht unendlich Versuche, hin und her zu laufen. Ich kann wieder hier zurückspringen, das kann ich machen. Muss ich wahrscheinlich auch.
Aber hier ist nichts, aber ja, okay. Hier ist jetzt was offen. Natürlich wieder ein paar Barons. Na komm, warte. Die Imps nerven jetzt leicht. Sehr schön. Na scheiße. Hallo. Und tschüss. Oh nein. Bin schon wieder angebrüllt, ey. Nein. Oh nee. Alter, das war unnötig. Total unnötig. So geht doch. Hey, wir haben sehr viele Raketen. Sehr viele Raketen. Oh ja. Na. Sehr schön. Okay, was haben wir denn hier jetzt? Irgendwas ging jetzt auf. Das hier. Wir können hier nach wie vor raus. Wir können jetzt auch hier hin. Nee, können wir nicht. Hier können wir auch noch nicht hin. Oh. Sehr schön. Und die sollen sich jetzt umeinander kümmern. Die hassen sich ja gerade so schön. Oh je. Teleporter. Na komm, mach mal die SS mal weg. Die brauchen mir zu lange dafür, um sich gegenseitig zu killen. Ha. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich den hier killen konnte. Weil ich glaube, der würde sonst ganz schön gehörig nerven. Sehr schön. Oje. Ah nein. Ich konnte mich nicht bewegen. Boah, dass die halt genau da rein teleportiert werden müssen. Ich meine, ich habe eine Idee. Sollen sie sich rein teleportieren, wenn ich hier stehe? Das können sie nämlich gar nicht. Dann warte ich jetzt einfach. Ich warte jetzt einfach, bis die Imps zu mir kommen. Ziemlich guter Plan, wa? Sie trauen sich schon gar nicht. Ah, da ist einer. Blöd nur, dass die sich nicht teleportieren können, wenn ich den Teleporter hier blockiere. Jetzt kommen sie aber. Okay. Wow. Oh, lol, erstmal festhängen. Kommen da jetzt noch welche? Ja, und jetzt kommen sie alle einzeln. Sie haben gar keine andere Wahl. Sie kommen jetzt hier nur noch rein zum Sterben. Das ist so gemein, was ich gemacht habe.
So. Wir haben theoretisch noch zwei Gegner. Und ich höre ja auch noch eben irgendwo hier, da irgendwo hinter. Eindeutig in einem Teleportationsraum, ja. Ah, jetzt haben sie es auch geschafft. Sehr schön. So, was wir jetzt mal noch gucken müssen, ist, wie man die Secrets bekommt. Ha. Hier werde ich aber das Gefühl nicht los, dass es vielleicht über Teleporter sein wird, dass man da hinkommt. Entweder das oder was ich mir auch vorstellen kann gerade, ist, dass das hier runterfährt irgendwie. Das glaube ich sogar eher, weil dann kommt man hier raus und auch wieder rein. Aber ich sehe jetzt nichts, was das verursachen könnte. Oder würde. Ha. Gute Frage, gute Frage. Vielleicht ist es auch irgendwie wieder so ein zeitlich gesteuertes Ding. Das Problem ist einfach, ich habe hier nicht unendlich Spielraum, weil irgendwann bin ich hier einfach tot durch Lava. So, aber was, wenn zum Beispiel, ich meine, ich speichere einfach mal. Okay, da ist es schon mal nicht. Es ist nicht, dass ich zum Beispiel... Ah, warte mal, aber was ich mir vorstellen könnte. Nee, das hat auch nichts gemacht. Ich meine, ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit. Ich kann ja wieder laden. Aber dass das nichts macht hier zum Beispiel mit dem Drüberspringen. Ah. Na, verdammt, erstmal daneben springen, so mache ich das richtig. Möglicherweise kommt man auf diesen Pfosten drauf und kann dann was machen. Okay, das macht's auch nicht. Hätte ja sein können, dass das mit dem da hinten gekoppelt ist und dass das dann gleichzeitig runtergeht. Ah, nee. Ich finde es auf die Schnelle nicht raus. Dann mache ich das. Boah. Musste das sein? So, dann mache ich das einfach off-screen. Aber wenigstens schön viel Leben wieder. Ja, ich meine, war wieder ein ziemlich heftiges Level. Ich glaube, die werden alle relativ schwierig sein. Ja, ich suche jetzt noch die Secrets und dann sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao. Okay, die Secrets. Blöde Tür, lass mich durch. So. Secret Nummer 1. Wir platzieren uns in etwa so, dass man schön auf diese Ecke guckt von diesem grauen Ding. Dann kann man nämlich hier hoch rennen. Und mein Gott, wäre dieses Secret nützlich gewesen. Es wäre so nützlich gewesen, oh Mann. Na, aber gut. Das nächste ist ein bisschen schwieriger. Da muss man sich hier hinstellen und... Sehr schön. Und dann kommt man hier raus. Und damit hätte man dann beide Secrets.